Die Ukraine hat in einer Massenoffensive gegen Wladimir Putins Truppen innerhalb von 24 Stunden ein drittes russisches Munitionsdepot vernichtet. Luftaufnahmen zeigen, wie das Munitionsdepot nach einer Reihe erfolgreicher ukrainischer Angriffe zu einem Feuerball explodiert. Das Gebiet steht nach mehreren Treffern bereits in Flammen, als der Film zu laufen beginnt, bevor ein zweiter und dritter Schlag das Gelände weiter verwüsten und riesige schwarze Rauchwolken aus dem zerstörten Gebäude steigen lassen. Nach gnadenlosem Beschuss steht nur noch die nackte Infrastruktur des Depots, schwarz verkohlt und durch die anschließende Explosion russischer Munition ausgelöscht. Ein zweiter Angriff wurde gestern im Bezirk Polkowski in der Ukraine bestätigt, der von Mitgliedern der 44. Artilleriebrigade der ukrainischen Bodentruppen durchgeführt wurde. Die Gruppe sagte, sie hätten den Angriff durchgeführt, nachdem sie herausgefunden hatten, dass russische Streitkräfte das Depot benutzten, um die Bombardierung lokaler Dörfer in der Gegend zu erleichtern. Der Angriff wurde mit Hilfe der Luftaufklärung der 81. Airmobile Brigade der ukrainischen Air Assault Forces durchgeführt.